Sehr schön. Na komm. Wuff, wuff, wuff. Da vorne ist er. Da ist er. Soll man nicht vorm Hügel auf der Gegenfahrbahn fahren, weil am Ende kommt da wieder so ein blöder Passant, den wir nicht sehen, und dann ist Schicht im Schacht. Schneller als man denkt. Wow. So. Schneller, schneller, schneller. Zack, mal frisch gemacht. Okay. Ah, da gibt ganz schön Stoff. Zack, nochmal weggeklatscht. So muss das sein. Jetzt sind wir Erste hier. Jetzt müssen wir nur versuchen, das Tempo zu halten. Unsere Fahrweise hier zu halten. Richtig schick. Müssen wir hier die große Tour beenden. So, wow, wow, wow. Hier sind auch wieder viele, viele Nagelbänder. Das glaubst du gar nicht. Ja, da können wir gute Chancen haben. Dadurch, dass wir jetzt von der Polizei aufgehalten wurden, hatten wir natürlich den Blick für die Nagelbänder besser. Zack. Und die anderen könnten da mitten durchgefahren sein. Das heißt, wir können uns jetzt wieder einen schönen Vorsprung aufbauen. So, Fahndungsstufe 5. Okay, okay, wir rutschen hier einfach nur über die verschneite, rutschige Fahrbahn drüber weg. Einfach das Tal hinunterrutschen. So. Ah, die große Tour, die entwickelt sich so langsam zu unseren Gunsten, wie ich finde. Jetzt geht's wieder hinunter in die Wüste. Finde ich immer einen geilen Temperaturwechsel hier. Also einen geilen Wechsel der Szenarien. Einen ziemlich krassen Wechsel der Szenarien. So, da kommen die Texturen ja gar nicht mal hinterher mit Laden hier. So schnell sind wir gerade unterwegs. Die Berge im Hintergrund, die müssen erst immer noch geladen werden. Die Texturen zumindest ploppen nach und nach auf hier. So, noch 24 Kilometer. So, immer schön, dass meine Verfolgungstechnologie auch aktivieren. Damit man da nicht in die kalte Falle reinrennt. So, Fahndungsstufe 6 erreicht. Und wir brutzeln hier so vor uns hin. Zack, nächsten Kontrollpunkt mitgenommen. Ja, da ist eine Politesse an uns dran. Und die Texturen müssen schon wieder laden in der Ferne. Das ist... irgendwie scheint das ein bisschen Performance-Probleme zu haben, oder? Weil ich meine, den schlechtesten Rechner habe ich jetzt nicht hier. Es kommt mir so vor, als wäre es beim letzten Mal nicht so gewesen. Egal, vielleicht habe ich auch nicht richtig auf die Hintergründe geachtet hier. Weil man ja meistens nur auf das Rennen an sich achtet. Oh, da ist ein Racer gerade verschwunden. Vor unserer Nase. Mir nichts, dir nichts aus den Augen entfleucht. So, den 1044 schnellstmöglich stoppen. Ich könnte euch an den Hut schmieren. Haben gerade erstmal wieder ein schönes, perfektes Nitro eingesetzt. Eieiei, da war schon wieder eine Politesse. Höchstgeschwindigkeit 365 km/h, Leute. Krass. Noch gar nicht aufgefallen. Wir hatten den ja aufgemotzt. Stimmt. So, jetzt fahren wir hier links rum, wie uns die Map sagt. Damit wir auch ja nicht falsch fahren irgendwo. Wow, das war gerade knapp. Ja, da konnten wir rechtzeitig ausweichen. Das ist wieder eine Politesse. Zack, weggeklatscht. Oh, da war auch ein richtiger Gegner. Oh Gott, bei 14 Kilometern, das könnte interessant werden, wenn der uns jetzt auch noch verfolgt. So, da ist der Kontrollpunkt auf der Gegenfahrbahn. Ist gar nicht mal so schlecht, weil da können wir noch ein bisschen Nitro sammeln.
Ich glaube, der eine Gegner, der Real-Life-Gegner, der dürfte uns jetzt theoretisch nicht mehr einholen können. Wir haben jetzt keinen großen Bockmist verzapfen. Es sei denn, der verfolgt uns jetzt auf der Map und kommt dann aus einem Kontrollposten herausgeschossen. Ah, der kennt ja nicht unsere Route. Da müsst ihr halt schon gut abschätzen, wo wir langfahren. So, ich gehe mal auf die Gegenfahrbahn. Boah, 380 geknackt gehabt. So, und schön liegt der in der Hand. Also der Wagen ist sehr schön unter Kontrolle im Moment. Trotz dem Speed von knapp 400 km/h. Da geht was. So, geradeaus weiterfahren. Oh ja, ja, ja. Gerade noch schön bekommen, die Kurve hier. Schön bekommen noch. Zack. Ja, klar war das Absicht. Ich will nicht, dass du mich rammst, also ramme ich dich vorher. Mann, haut ab. Bin gerade schön im Rennen hier drin. Will das nicht versauen. Sind noch immer auf Position 1. Das lasse ich mir jetzt nicht mehr nehmen. Das wäre wirklich schade drum. So, geben wir mal ordentlich Speed. Nitro ist leider auch schon leer. Sonst hätte ich da jetzt noch mehr eingesetzt. Nur noch 4 Kilometer. Fast ist es geschafft. Fast ist es geschafft. So, da ist der nächste Kontrollpunkt. So, schnell wieder auf die Bahn zurück. 3 Kilometer noch. Das wird eine komplette Runde sein hier. Die Strecke. Eine richtige Racerrunde. Und da kommen die Bullen halt nicht mehr mit hier mit uns. Jawohl. So, Tankstelle brauchen wir nicht. Wir sind ja noch gut in Schuss. Sehr gut sogar. Zack. Weggebombt. Ja, Vorsatz war auch das. Da hast du recht geraten. So, noch 700 Meter. Dann haben wir es geschafft. 300 Meter. Und da ist das Ziel. Yeah! Cops können Straßen sperren und Helikopter anfordern. So, jetzt kommt hier der Abspann wahrscheinlich zum Racer. Ach ja. Oder? Es kommt jetzt Kapitel 9 am Abgrund. Die waren aber gerade noch nicht da. Wir melden uns mit Live-Bildern aus Redview County, wo der unter dem Namen Zephyr bekannte Racer in eine schreckliche Kollision mit örtlichen Polizeieinheiten verwickelt war. Rettungskräfte bahnen sich soeben ihren Weg zur Unfallstelle. Aber es erscheint kaum vorstellbar, dass es jemandem gelingen könnte, dieses Wrack lebend zu verlassen. Ich bin die Reality Show. Die 15 Minuten, die du nie haben wirst. Rasen ist gefährlich. Aber wenn du nicht schnell bist, lebst du nicht. So, das war's. Credits. Ja. Die Credits können wir mal kurz da lassen. Ja, also die Racer-Story sehr schön gemacht. Es wird auch darauf angedeutet natürlich, dass Rasen sehr gefährlich sein kann und dass es einen sehr schweren Unfall hervorrufen kann. Finde ich ganz, ganz vernünftig eigentlich, weil so denkt der ein oder andere vielleicht im echten Leben mal doch drüber nach, was Rasen auf sich bringen kann. Anstatt einfach alles nachzumachen. Solche Leute gibt's ja, das muss man ja mal sagen. Aber an sich, die Racer-Story, die hat mir richtig gut gefallen. Hat jetzt natürlich ein blödes Ende gehabt, meinetwegen, aber gut.
Er hat halt seine 15 Minuten Reality-Show gehabt. Er hat gelebt durch den Adrenalin-Speed und so weiter und so fort. Und ja, wem es halt gefällt, nicht wahr? Aber ich fand's gut. Und wir werden uns ab jetzt wieder der Cop-Serie widmen. Deshalb überspringe ich jetzt mal die Credits. Zack, Rang erhöht. Was gibt's denn jetzt hier? Neuer Wagen. Oh, was gibt's denn jetzt für uns hier? Wow, McLaren. Nicht schlecht. So, fehlt halt nur noch der Maserati. Glückwunsch, deine Racer-Karriere ist abgeschlossen. Aber es gibt noch viel zu tun. Geh zurück und probiere die restlichen Speedlists und tritt über Autolog gegen deine Freunde an. Die Rivalität geht weiter. Ja, die geht natürlich weiter. Es gibt natürlich viele neue Speedlists hier. Hier fängt es an. Verfolgung, jetzt geht es los, genau. Jetzt kann man im Prinzip die ganzen... Hier sieht man unseren Verlauf, wie wir die Speedlists abgeschlossen haben. Die Bestie ist erwacht, bla bla bla. Und wir können die ganzen Speedlists, die wir jetzt noch nicht absolviert haben, können wir jetzt noch absolvieren, dass man alle Speedlists irgendwann hat. Aber ich glaube, für ein Let's Play wäre das dann ziemlich viel, oder? Also kommt drauf an, wie ihr das seht. Da gebt mir am besten mal Feedback zu. Und seid nicht so faul und schreibt ihn in die Kommentare. Da muss ich euch ja mal rügen. Kann es ja überhaupt nicht sein. So, und wir werden jetzt aber erst einmal zur Cop-Karriere wechseln. So, unser Racer-Rang hat die Stufe 21 geknackt. Dann gehen wir mal zur Cop-Karriere. Schräg rüber. Da sind wir noch auf Stufe 14. Und wir müssen 5 Racer verhaften, 7 Beinahe-Unfälle erzielen, 10 Seitenslams erzielen und 60.000 Speedpunkte in einer Session fahren. So. Wo starten wir denn am besten mal? 10 Racer verhaften. Was ist das hier? Schnelleinsatz, gib alles. Ja, machen wir halt mal den. Und beginnen damit, unsere Speedlist abzuarbeiten. So, ich weiß gar nicht, in welchem Kapitel wir uns mit dem Polizisten befinden. Ich glaube, Kapitel 6 oder so war das. Kann es sein? Kapitel 6? Wenn ich es richtig in Erinnerung habe. So, alles klar, dann geht's los. So, jetzt dürfen wir uns mal nicht wieder über die Polizisten aufregen, weil wir jetzt selber einer sind. Wobei, aufregen können wir uns trotzdem schon über die ganzen Passanten-Polizisten halt, also die NPC-Polizisten. Weil die verbocken ja genug Scheiße, nicht wahr? Das muss man mal so sagen. So, hoch geht's hier. Den Berg. So, und wo haben wir ein paar Racer? Wir wollen auch gerne welche verhaften. Ah, da vorne ist, glaube ich, was los. Ah, die dürfen wir uns nicht annehmen, weil wir haben hier einen Schnelleinsatz gerade, den wir absolvieren tun müssen, sollen. Wow. Ah, da ist aber auch ein Racer vor uns. Den können wir doch mal schön zur Strecke bringen. So, EMP haben wir ja. Zack. Wow, wow, wow. So, da ist das Ziel. Da haben wir das abgeschlossen. Sehr schön. Und den Racer können wir uns auch gleich zur Brust nehmen. Verdächtiger Code 1044, das ist der auf alle Fälle. Ich glaube, das ist uns irgendwie ein bisschen zu schnell, kann das sein? Zack. Zack. Bam, Racer verhaftet, sehr schön. So. So, gucken wir mal, was wir jetzt noch haben.
für Racer hier auf der Strecke. So, das ist eine Werkstatt, die nehmen wir mal durchaus mit. Ah, da vorne ist ein Stufe 4 Racer. Den nehmen wir uns zur Brust. Zuerst mit dem EMP natürlich.